Servus Leute, was geht? Ich bin der Johann Lanze. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crazy Farmer. Ja, wir sind jetzt hier noch im Gemeindegebäude. Der Herr Lehmann ist jetzt soweit erstmal wieder entlassen, glaube ich. Auf jeden Fall hat er jetzt sein Strafgeld bekommen, sage ich es mal so. Ja. Manuel! Mach mal den Mund auf, wenn du redest. Weil Gedanken lesen kann ich, glaube ich, nicht. Habe ich nicht gelernt. Ja, ich weiß nicht, warum du das nicht gelernt hast. Also ich habe das im Kindergarten gelernt. Achso, okay. Ja. Aber wusstest du, dass die Polizei neue Praktikanten hat? Habe ich auch erst vor 10 Minuten erfahren. Ah ja. Ja, mein. Naja. Ich glaube, die haben den. Ich würde dann erstmal den Herrn Lehmann wegbringen. Mit Gerne, was? kommst du mit? Mit was fährst du? Ja, komme ich. Ich fahre mit dem X3. Okay. Perfekt. Ja, Oder dann. RTW. Naja, wir können auch mit dem RTW ausfahren. Ich melde gleich die Leitstelle dann. Dann muss aber einer von euch liegen. Ja, der Herr Lehmann, der wird ihm nach Hause Achso. gebracht. Okay. Ja, ich werde gleich mal oben schauen, dass ich die. Der RTW ist weg. Der steht draußen. Warten Sie kurz, ich muss ganz kurz jemanden antworten. Der das angefragt hat. Johann, ich würde auch gleich nochmal bezüglich Rechnung des Maschinenhandels, an den Maschinenhandel noch was überweisen, das habe ich dir gesagt. Ja. Das habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Wegen Okay, Termin. ja, ich fahre jetzt nochmal hoch. Ich hole Jo. noch ein paar Schilder ab. Die Ja. werden da wohl geliefert und dann werde ich oben beim Landhandel noch so weit absperren, dass die dann Ja. jetzt demnächst mit dem Bau beginnen können. Ja, okay. So, Herr Lehmann, dann Ja. kommen Sie mal mit, laufen Sie mal vor. Nur damit du Jo. Bescheid weißt, da werden jetzt Jo. demnächst dann die Lieferkosten noch mit abgezogen. Warum auch immer für jedes einzelne Schild, aber soll mir recht sein. Ja. Und Auf Wiedersehen, Herr Lanzel. Servus. Halt! Siehste, jetzt sind sie gerade da, Herr Lehmann. Ja. Ja, vorhin war ein Einsatz, vielleicht haben sie es mitgekriegt, Ja. bei Feld 3736 Richtung 113 liegen links und rechts Baumstümpfe. Also Ja. zerschnittene Bäume. Wenn sie die irgendwie dann. Weiß nicht, ob sie die abholen oder ob das Lohnunternehmen dann das für sie macht, aber muss jetzt nicht unbedingt heute sein. Schreiben Sie sich's auf, die liegen abseits der Straße, also hat Also die kein. Baumstümpfe beseitigen oder die geschnittenen Bäume? Die geschnittenen Bäume einfach Okay. beseitigen. Die Rechnung dann der Stadt zukommen lassen, Alles klar. weil es sind anscheinend Sturmschäden. Von daher einfach dazu kommen lassen, die Rechnung und dann sollte das passen. Passt. Alles klar, super, perfekt, danke. Jo, Jo. gerne. Gut. Tschüss. Tschüss. Servus. Manu, ich habe schon mal vorbereitet. Ja. Oh. Herr Lehmann, Sie dürfen sitzend, liegend, Oh sitzend nicht nee. ganz, liegend transportiert werden. Oh Können nee. Sie gleich noch ein bisschen Sag sich mal. ausruhen, bevor Sie gleich wieder auf die eigenen Beine müssen. Manuel. Ja. Haben sie uns aber jetzt ordentlich gemacht. Wahnsinn. Ja. Die Herr Lackierung. Lehmann. Die Lackierung meine ich. Ja, das haben Sie ordentlich jetzt gemacht. Das ist eine neue. Der Was? neue, in Anführungszeichen, mit der neuen Beklebung. Ja, sieht doch. Manuel, wer fährt? Ja, warte mal ganz. Nee, eigentlich muss ich noch fahren. Ich habe für dich übrigens eine Prüfung angemeldet, um Einsatzfahrzeuge zu fahren. Okay, also fährst du jetzt, oder wie? Jo, ich fahre jetzt heute noch. Dann Okay. Zukunft Alles darfst du fahren. klar. Gut, Jo. dann. Werde ich Jo. jetzt mal weiter mich um den Landhandel dort kümmern, weil Jo. das Bauunternehmen, das wir demnächst anrücken. Gut, Bernd, ich sag dir, du darfst Gut. gleich einmal der Leitstelle was Bescheid sagen. So, und zwar, das Funkgerät siehst du ja, hier auf deiner linken Ja, Seite, ja. Mittelkonsole. So, dann, wir sind der 1, der RK1831. Warte kurz. Ja, warte, ganz kurz, bevor du funkst. Nee, ich schreibe, will mir das eben Ach kurz so. aufschreiben, damit ich's. Falls Na. ich. Wir sind der RK1831 und da darfst du jetzt dann gleich mal die Leitstelle anfunken und dort einmal den Status 1 einsatzbereit auf Funk durchgeben. RK. RK1831.
1, 83, 1. Genau. Und ein, dann sagst du einsatzbereit auf Funkstatus 1. Da kannst du im Digitalfunkgerät immer die 1 drücken. Ja. Also, RK1. Du fängst an mit, ja. RK183 meldet, was heißt? Einsatzbereit auf Funk. Ja, einsatzbereit auf Funk. Du fängst aber an mit, warte mal, wir fahren mal ganz kurz hier rechts ran. Du meldest dann aber, fängst aber damit an, dass du erstmal die Leitstelle anfunkst, also RK1831 für Leitstelle Dürscheid, das ist die ortsansässige Leitstelle, kommen und dann antwortet sie dir mit hört und dann kannst du sagen, RK1831 einsatzbereit auf Funk, Status 1. Oder soll ich das machen und du hörst zu? Mir ist es egal. Nee, also RK1831 an Leitstelle Dürscheid, richtig? Genau. Und das kannst du. Leitstelle Dürscheid hört. Ja, jetzt. RK1831, einsatzbereit auf Funk. Jawohl, hab ich's im Moment. Bitte geben Sie jetzt noch einmal durch den Digitalfunk durch. Hast du einen Status eingegeben im Digitalfunk? Ja, habe ich. Gut. Leitstelle Durchschaltende. So, genau, so alles weitere, was Funk uns angeht. Da wirst du auch noch was auf deinem Lehrgang zum Thema fahren. Ja. Herr Lehmann, wollen Sie zu Ihrem Sägewerk oder wo wollen Sie hin? Kann ich gerade auch nichts machen. Auf Ihrem Privatgelände dürfen Sie ja fahren. Ja. Oder haben Sie dort keine Maschinen? Ohne Traktor. Dafür ist der Herr Lander dann da. Ich kann Ihnen sicherlich da was besorgen. Hm. Ja, dann fahren Sie mich mal hin. Live-Fahrzeug. Ja, oder je nachdem, ob brauchen wir unseren gerade aktuell? Es bringt mir nichts, weil ich nur am Privatgelände fahren kann und da habe ich gerade nichts zu tun. Und in Ihrem Waldgebiet haben Sie auch nichts zu tun? Da habe ich genügend die anderen Aufträge, ja, gut, die eigentlich zu arbeiten. Wenn Sie nichts zu tun haben, dann Ihnen geht es soweit gut? Ja. Wunderbar, dann muss ich Sie jetzt leider kurz mal missbrauchen. Und zwar als zum Üben bezüglich Blutdruckmessen etc. Ach ja, kann nie. Ach ja, so. Dann werde ich gleich mal der Leitstelle Bescheid sagen, dass wir eine kleine Übung durchführen. So. Funkstatus kannst du dann gleich beibehalten, weil wir sind dann außerhalb und sind immer noch einsatzbereit auf Funk. Ja. Ich würde einmal gerade reden. Oder sollen wir die Halle reinfahren? Ne, wir können hier draußen bleiben. So. Leitstelle Dürscheid für RK1831 kommen. Leitstelle hört sie kommen. Der RK1831 übernimmt Übungsfahrt und ist Status 1, einsatzbereiter Funk. Leitstelle Dürscheid hat verstanden. Leitstelle Dürscheid vom RK Dürscheid 1831 kommen. Ihr letzter Funkspruch ist leider nicht ganz durchgekommen. Bitte wiederholen Sie einmal. RK1381 meldet Ende aus dem Funk. Status 1. Leitstelle Durchschnitt verstanden. Leitstelle Durchschnitt Ende. So, dann fahren wir mal direkt. Oh, das Ding. Direkt weiter zum Landhandel. Ich kann nämlich demnächst jetzt unsere Baufirma anrücken.
Oh Gott, das war jetzt knapp. Also, ich muss schon aufpassen, weil noch ein Unfall und dann noch irgendwie verletzt. Das ist natürlich nicht ganz praktisch. Sind wir theoretisch auch gleich da. Müsste jetzt hier vorne sein, ich schieße sowieso drüber. Nee, doch nicht. Perfekt. Machen wir mal Warnblinker an, dann fahre ich nämlich. So. Tatsächlich noch ein Schild. Dann würde ich tatsächlich weiter hinten platzieren. Leitstelle Dürrscheid für Polizeistreifenwagen 1352, bitte kommen. Leitstelle Dürrscheid, hört sie, kommen. 1352 ist jetzt auf Streife unterwegs. Leitstelle Dürrscheid hat verstanden, Leitstelle Dürrscheid Ende. 1,352 Ende. Boah. Kommen wir jetzt so lang? So, und dann sperren wir da hinten noch oder stellen das Schädelklo hier. Soll dieser passen? So, dann gehen wir wieder aufs Feld auf. So, ah, so. Die BGA da nicht erreichbar, aber von dem Herrn Wimmer und die BGA, die wird dann halt, ist jetzt erstmal Ausweichort, sei es mal so. Fahren wir jetzt zur Gemeinde. Und vorne fährt doch der Grüne umeinander. Und den mal durchgehen, der soll mal nicht Wunsch. Welche Aufforderung? Ist da gerade angefahren?
gerade einer rumgefahren hier. Sehe ich. Ich glaube, das, wenn ich richtig sehe, müsste das der Herr Hausmann sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und tatsächlich ist der Herr Kausemann. Stellen wir aber die Geschwindigkeit auch noch ein bisschen runter. Geschwindigkeit machen wir aber. Obwohl. So, das gehört natürlich jetzt auch zu unserer Welt. Da wir ja keinen Bauhof haben. Und sie fix nur mal, wo ist denn das jetzt wirklich was? Geh, leckst du mir am Arsch? Jetzt magst du mir aber wirklich am Arsch. Und sie fix nur mal, was ist jetzt da los? Stellen die doch hier. Perfekt, merci. Gut, halt natürlich ein bisschen im Bein weh, aber die sind nicht gerade leicht, aber wenn man alleine ist, dann kann man das nicht anders machen. Lanze, hallo. Servus, Johann, ich bin's nochmal. Ich darf gerne mal einen Termin bitten. Ja, der wäre in circa 2 Minuten. Wäre ich dann bereit, wenn das für dich passt. Ich warte beim Kaffeehaus. Ja, alles klar. Super, servus. Alles klar, servus. So, dann fahren wir jetzt das Zeug noch schnell runter. Och. Runter zur Baustelle. Dann haben wir da eigentlich meines Erachtens nach am besten abgesichert. Am besten Wissen und Gewissen.
Wenn man will. Nee, halt. Das war jetzt zu früh, Herr Lanzel. Stelle ich tatsächlich das erste Schild da, da schon hier. Denke an. Und das zweite, der mal kurz vor der Baustelle mit hier. So, dann haben wir das auch erstmal so weit abgesichert. Muss natürlich auch sein, weil ansonsten kriegen wir ja eins auf den Deckel, wenn was passiert. Das möchte ich natürlich auch verhindern. Deswegen sichere ich lieber ab. Aber nice, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und ciao, haut's rein.